Servus, Salve und Hallo. Diesen kleinen Clip, den ich jetzt hier mache, die erste Minute, den werde ich jedem Film voranstellen, weil ich weiß, dass manche Leute schauen sich nicht Adidas an, sondern kommen erst ab Aeon hinzu. Und ich will, dass jeder das Gleiche hört dessen, was ich jetzt hier gleich machen werde, dass ihr meine Grundregeln da versteht. Also nicht, dass ihr euch wundert, den werde ich jedes Mal davor packen, weil ich keine Lust habe, den jedes Mal neu zu machen. Hier geht es um die Analysen von Einzelwerten. Es geht hier um kurz-, mittel- und langfristig. Das heißt, ich gehe über den Monat, in die Woche, in den Tag, aber nicht tiefer. Ich nenne euch Marken, die ich für wichtig halte, und ich nenne auch K.O.-Zertifikate dazu. Angenommene Aktie kommt jetzt erst in 3 oder 4 Wochen an einen von diesen neuralgischen Punkten, von diesen Make-or-Break-Lines. Da müsst ihr unbedingt die Basis der K.O.-Scheine überprüfen, weil sie sich bis dahin verändert hat. Ansonsten, weil ich immer wieder gefragt werde, was sind das für Chartsysteme und so weiter. Unter dem YouTube-Film habe ich einen Link immer noch zu den Trading Brothers bis Ende Januar, einen zu TraderFox und einen zu Scalable. Wenn da einer draufklickt, das sind Affiliate-Links, da bekomme ich auch einen Schnitzel dafür, nur dass ihr das wisst. Aber bevor ich diese Frage 5-mal beantworte, ist der TraderFox hier und mein Konto ist bei Scalable, also eins der Konten ist bei Scalable, nur dass ihr das wisst. So, und damit fange ich jetzt an und wünsche euch viel Spaß dabei. Und weiter geht's mit den Clips. In diesem geht es um die BMW und um die VW. Aber ich wollte jetzt schon mal vorab das hier zeigen. Das ist die Reihenfolge, die ich mir vorstelle. Ja, da ist also eine ganze Menge drin aus DAX und auch Nebenwerte. Irgendwann hier ist auch eine BYD. Und Alibaba ist dabei, durch die großen Amis. Ich weiß gar nicht, wie viele sind das jetzt hier. Das sind 3, 6, 9, 12, 17 Filme noch. Da habe ich noch einiges zu tun. Das werde ich nicht schaffen bis zum 31. Das glaube ich einfach nicht. Muss ich gucken. Und natürlich wird jetzt der andere dann sagen, ja, kannst du nicht noch, keine Ahnung, Thyssen anschauen oder irgendwas. Ihr könnt es gerne reinschreiben, aber die kommen dann erst ganz zum Schluss. Ja, das nur, dass ihr das wisst. Mache ich die wieder weg. So, und jetzt kommen wir zu BMW. Das ist das All-Time-High hier, 124,07. Und gucken wir mal auf die Termine. Die Termine, wo sind sie hier? Sind sie? Da. Die haben am 20.03. den Jahresabschluss. Der wird schon, die haben ja auch, sind ja auch große Energieverbraucher. Aber für das zweite Quartal hier in diesem Jahr 2023 haben die ihren Gewinn um 27% gesteigert. Das ist eine Menge. Und zwar auf 4,3 Milliarden Euro. Das ist eine Menge. Also es hat mich, muss ich ehrlich sagen, auch schon überrascht. Was jetzt hier wieder mit der lustigen Regierung passiert und diesen nicht mehr zugesagten Stromunterstützungen, ja, ich kann es nicht einschätzen, aber ich habe den Eindruck, das hat jetzt in den letzten 2, 3 Tagen, seitdem es bekannt ist, nicht wirklich etwas ausgemacht. Das hier ist der Monatschart, hier ist das All-Time-High und hier ist das für mich der wichtigste Support, 67. Da dürfen sie auf gar keinen Fall drunter. Das ist für mich ein ganz klarer Aufwärtstrend, ja. 1, 2, 3, 2, ja. Und jetzt müssen wir gucken, ob es hier drüber geht. Hier drüber heißt 114, sagen wir mal 115. Das ist völlig in Ordnung über den Trendfolger, genauso wie über die Stochastik. Gefällt mir vom Monat her gut. Dann haben wir die Woche. Da sind wir natürlich vor dem Hintergrund von dieser Bewegung hier, kommend von 86 hoch auf 105, sind wir hier natürlich schon hoch, aber auch keine, das kann sowas hier werden, keine nennenswerte Belastung daher kommt. MACD weiter positiv, wir sind am oberen Band, ja. Aber hier habe ich jetzt auf Wochensicht kein Verkaufssignal. Hier ist die eben angesprochene Unterstützung. Und jetzt gucken wir mal auf den Tag. Hier ist der Tag. Das ist das All-Time-High. Die haben sich schön hier auch im kurzfristigen Trend schön nach oben gespielt. Jetzt werden sie hier ein bisschen weicher über die Stochastik und über das MACD. Vor diesem Hintergrund gehe ich davon aus, dass man sich da nicht beeilen muss, um die zu kaufen. Ich glaube, wir gehen doch mal so ein bisschen unter die 100, und zwar hier so auf diesem Punkt, so eine 96,5. Das wäre wirklich schön. Das wären jetzt nochmal 5 Euro. Kann mal schauen, wo stehen sie jetzt? Ja, genau. Das wären nochmal so ganz grob 5 Euro. Das wäre völlig in Ordnung. Und für den Fall, dass sie da hingehen, habe ich
Diese Scheine hier. Einmal ein 82 halber, der liegt hier drunter. Also für den Pima, der liegt hier, der liegt unter diesem letzten Zwischentief. Mir geht es bei diesem Film nicht nur darum, dass man vielleicht jetzt irgendwie was kauft, um auf die nächsten 5, 6, 7 Euro zu spekulieren, also nach oben in diesem Fall mit dem Call, sondern vielleicht auch, dass der eine oder andere sagt, also ich habe jetzt hier keine 100 Euro, um jetzt da 10, 50, 100 oder 1000 Aktien hinzulegen, dann wäre das eine Alternative. Das ist momentan ein relativ geringer Hebel von 5 ungefähr. Das ist halt eine Alternative zu der Aktie, so sehe ich die Dinge oft. Und dann bleiben sie länger drin liegen. Ich muss halt nur mal die Basis anpassen. Als Put habe ich eingenommen 116,80, da liegen wir, wo ist er? Da liegen wir hier hinter. Der kommt aber nur und ausschließlich dann ins Spiel, ich mache nochmal rein, so, der kommt nur dann ins Spiel, wenn wir diesen Bereich hier, wenn wir unter diesen Bereich gehen, unter die 92. Vorher denke ich da gar nicht dran. Ich möchte die nicht short spielen. Ich glaube nicht, dass die Autoindustrie in Deutschland jetzt so wahnsinnig wild laufen wird, aber sie hat halt, das sind wir gleich bei VW sehen, die haben teilweise schon richtig fett verloren. Ja. Nur, was hier momentan alles passiert mit Regierungsentscheidungen, Geld sparen und dies und das, da weiß ich nicht, wann das irgendwann, außer jetzt mit diesen Prämien für die Elektroautos, weiß ich nicht, was da irgendwie kommt. Aber wir müssen gleich mal bei VW schauen, wie das da aussieht. Also grundsätzlich mag ich die BMW. Ich denke, dass sie noch einmal kurz Atem holen. Sie sollten nicht unter die 92 gehen und auf gar keinen Fall unter die 86. Aber ich finde, die sehen grundsätzlich echt in Ordnung aus. Jetzt gucken wir mal VW. Das hier sind die VW auf Monatssicht. Also die befinden sich in einem sehr großen Umbau. Und der neueste Chef legt da wohl großen Wert drauf. Die haben ihre Margen gesteigert von 6,5 auf 7. Hört sich erstmal viel an, aber verglichen mit den anderen, sagen wir mal, 9 großen Autoherstellern ist das völlig in Ordnung. Das zweite Quartal 2023 haben die 80 Milliarden Umsatz gemacht und damit ist es der umsatzstärkste Autowert der Welt. Das war, soweit ich mich erinnere, war das immer ein Ziel von dem Herrn Piëch. Gucken wir mal auf die Zahlen. Hier sind sie. Am 12.03. Jahresabschluss. Das ist also die nächste größere Geschichte. Und da kommt gleich hier eins. Ich habe nicht so viele Empfehlungen gefunden für VW, muss ich sagen, also neueren Datums. Die von Jefferies geht auf 150. Die kann ich unterschreiben, so wie es ist. Ich halte Jefferies eh für eine sehr gute Analystenfirma. So, das ist also jetzt der Monat. Da fallen so ein paar Sachen auf. Erstmal diese Unterstützung hier, die ist bei 80 unten. Die ist wichtig, die haben wir ein paar Mal gesehen und die kommt von ganz hier hinten. Und das ist 2009. Die ist wichtig. Gleichzeitig steigt das MACD auf die traditionelle Sichtweise und auch auf die moderne. Und die Stochastik gibt auf Monatssicht ein Kaufsignal. Außerdem, man sieht es hier nicht so schön, aber gleich noch besser, brechen Sie diesen Downtrend hier nach oben. Der ist auch schon ein paar Mal berührt worden, von daher hat er bei mir mehr Importanz. Dann haben wir hier die Woche, also vom Monat her sieht die gut aus. Dann haben wir hier die Woche. So, auf der Woche sehen wir hier dieses Support, auch gleich nochmal am Tag mit der 99-100. Hier sehen wir schon, wie dieser Trend gebrochen ist. Dann sagen, ja, du hättest ihn hier drüber ziehen sollen. Ich benutze eigentlich nie die Schatten, also nicht so oft die Schatten, um dann da einen Trend dran zu legen. Ich nehme lieber die Körper, weil da ist mehr Umsatz. Aber das überlasse ich jedem selbst. Wir sind von der wöchentlichen Technik weiterhin okay über das MACD. Wir gelten als hoch über die Stochastik, aber kein Verkaufssignal. Die VW ist ein dankbarer Aufnehmer von der Stochastik. Ja, immer wieder schön sinusartig hier hin und her. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Also von der Woche her, naja, nicht mehr so viel Platz. Aber jetzt gucken wir auf den Tag. So, das ist der Tag. Das ist dieser lange Trend, den ich besprochen hatte, ja. Und der kommt also von oben 250 und der liegt momentan bei 112. Wir haben ein leichtes, genau wie im BMW, leichtes Verkaufssignal über die Stochastik und werden auch ein bisschen negativ über das MACD. Wir haben hier einen, ist kein Shooting Star für mich, das ist auch so ein Inverted Umbrella Doji, ein bisschen aus dem Band raus und wieder rein. Vor diesem Hintergrund gehe ich auch davon aus, dass sie mindestens dieses Gap hier nochmal schließen, bei 108,5, aber das ist nicht viel. Und dann ist hier eine wichtige Unterstützung bei 104,40 und die nächste hier bei 98. Ich runde mal leicht. So, jetzt habe ich folgende Scheine für VW.
Wenn die VW das machen, was ich erwarte, also kurzfristig nochmal hier runter, in den Bereich zwischen 105 und 108, wird das hier entscheidend, der für mich interessant wird. Ein 95,30er, gefällt mir gut. Und wer es wirklich heiß mag, das muss ja wirklich, ich werde es machen, diesen 102,16er. Ich werde den kaufen, wenn wir über der 120 sind, weil dann entsteht nochmal ein kleines Momentum in der Aktie. Erst dann werde ich die kaufen. Die Hand aufzuhalten, wenn es dir runterhält, das kann Geld kosten. Will ich nicht. Ich habe auch einen Put genannt, 129,39, das ist der hier. Nur für den Fall, dass die wirklich hier drunter knallen, die 104, dann sehen sie auch nochmal 6 bis 8 Punkte tiefer. Ansonsten, ich sehe jetzt nicht, dass ich die unbedingt jetzt irgendwie hier short gehen muss. Nein, ich glaube, die haben genau wie BMW, mal schauen, wie es vielleicht bei Daimler aussieht, die haben genau wie BMW so eine Art Boden gemacht. Und ich möchte nicht sagen, dass sie eine Renaissance bekommen oder dass sie die besten Werte im DAX werden im nächsten Jahr, die Autos, aber zumindest mal wieder ein bisschen höher. So schätze ich das ein. So, dann gucken wir mal weiter.